Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Science of Life. Wie ihr gerade seht, bin ich fleißig am Buddeln. Ich habe mich mal hier in der näheren Umgebung etwas umgesehen und ja, mehrere Strukturen gefunden, wenn man sie denn so nennen darf. Anscheinend sind das so Außenposten oder Stationen, für die man eine Keycard braucht. In dem Fall 1, weiter zur rechten Seite gab es noch eine, da bräuchte man die Keycard 0, die ich natürlich auch nicht habe, aber zumindest braucht man die dafür, um sie betreten zu können. Jetzt habe ich mich gerade von der einen Seite zur anderen mal durchgebuddelt und ja, das ist ein bisschen problematisch, da komme ich nämlich nicht rein. Und ich habe natürlich auch vergessen, wenn man hier mal sieht, da ist meine Rettungskapsel. Das hier war so diese erste Struktur und ich habe vergessen, den Scanner anzumachen. Ist natürlich ärgerlich, weil mir dadurch natürlich ein gewisser Teil der Map fehlt, aber war eigentlich nichts Interessantes zu finden, bis auf eben diese erste Station und ein immens großes Roboter-Chicken. Oh, das ist eine Tür. Oh, okay. Das immens große Roboter-Chicken, was Gott sei Dank nicht aggressiv war und mich angegriffen hat. Weil nämlich ansonsten wäre ich nämlich wahrscheinlich allein von der Größe her, wäre das Vieh mir natürlich überlegen gewesen. So, aber ich will jetzt hier nochmal weiter gucken. Also die Flora und Fauna auf diesem Planeten, muss ich sagen, ist äußerst umfangreich. Und jetzt mein Scanner zieht mir so langsam die Energie leer. Also muss ich mal mit dem Handscanner arbeiten. Einmal rotieren lassen. Weiter. Ich denke mal, das sind Abgründe hier. Ja, muss ja passieren, runtergefallen. Also meiner Meinung nach ist hier noch deutlich zu viel tierisches Leben unterwegs. Oh. Schon wieder runtergefallen. Ist mir gerade schon mal passiert. Es ist ärgerlich, weil man halt durch diese Funzeln an Taschenlampe halt nicht wirklich was sieht. Bin ich gerade fast gestorben, weil diese Viecher, die jetzt hier so auf mich zukriechen, eigentlich überall, wenn es dunkel ist, aus ihren Löchern kommen. Und die sieht man so unglaublich gut und läuft einfach mal drüber und bekommt dann halt den Schaden. Da zum Beispiel passiert. Das machen wir 4, 5 Mal und dann sieht die ganze Geschichte schon anders aus, was die HP angeht. Du bist so ein komisches Kaninchen oder was das immer sein sollst. Aber es bringt mir nichts. Ich muss hier. Okay, ich habe anscheinend den Planeten gleich einmal umrundet. Und was ist das? Das gibt wahrscheinlich auch Schaden, glaube ich. Was immer das darstellen soll. Ach, es verlangsamt mich. Ist das herrlich. Mann, irgendwann bin ich wohl davon. Okay, kaputt. Au, 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 au. Oh, ja. Und da ist es passiert. Natürlich. Wenn ich sterbe, komme ich da rein, oder was? Was soll denn der Mist?
Klasse. Klassisch gefailed, würde ich sagen. Also das ist noch nicht wirklich gut umgesetzt, würde ich sagen. Weil eigentlich dürfte ich hier noch gar nicht drin sein, weil Level 1 und ohne Keycard, das dürfte eigentlich noch nicht passiert sein. Wenn ich mal gucke auf meiner Minimap. Theoretisch dürfte ich hier noch gar nicht drin sein. Okay. Wahrscheinlich ist diese Glasscheibe eh kaputt gewesen. Damit habe ich mir dann eigentlich auch den Weg ersparen können. Ja, bin ich eigentlich in die falsche Richtung gelaufen, ne? Hervorragend. Gucken. Jetzt habe ich aber keinerlei Klamotten. Ich hoffe mal einfach. Access Card. Oh, Upgrade Terminal Level 1. Oh, das ist schön. Einen Helm. Und Schuhe. Kann ich mal gucken, was bist du eigentlich für ein. Eine Item. Du bist ein Helm, das kriegen wir hin. So. Du bist Schuhe. Das kriegen wir auch hin, aber was bist du? Gloves. Na, okay. Sprengstoff. Ja, das ist zu meinen, aber ich habe meine Sachen verloren. Das gefällt mir natürlich eigentlich überhaupt nicht. Da muss ich jetzt wohl entweder die eine oder die andere Richtung. Ich denke mal, hier ist kürzer, darüber zu laufen. Da, wo ich ja verendet bin, elendig. Aber das ärgert mich jetzt. Das ist so doof. Hätte man durchaus noch wieder im Pod respawnen können, anstatt hier in der Station. Aber naja, was soll's. Also, den Weg zurücklaufen. Ich kann den Scanner mal eigentlich anmachen. So viel Power braucht er, glaube ich, auch nicht. Yo. Gleich schon wieder hinüber. Soll ich vielleicht vorher noch mal was essen hier? Weil der einzige Sinn der Nahrung im Moment ist es, HP zu regenerieren. Oh, dieses verdammte Vieh da auf dem Boden, ne? Noch. Der einzige Sinn der Nahrung ist es im Moment, HP zu generieren. Im Moment brauche ich die wohl auch. Weil nämlich ansonsten lande ich nämlich gleich. Was habe ich gesagt? Diese komischen Kriecheviecher da, ne? Okay. Weil wenn ich jetzt nicht aufpasse, lande ich nämlich wieder in diesem Tank. Da habe ich eigentlich recht wenig Interesse dran. Und da ist die Batterie auch schon wieder alle. Okay, wollen wir den Scanner mal ausmachen. Das ist auch schön, dass die Lampe quasi dann dunkler wird, wenn die Energie nachlässt. Und drüber springen. Ja, klasse. Super. Jetzt komm, du komisches Honey Bunny. Ich muss diesen Schleim
komische Schleimvieh zu Tode punchen hier. Nämlich sonst komme ich da nicht hoch. Na, ja, hervorragend, geht doch. So, dann muss ich diesen Block abbauen. Und da kommt schon wieder so ein. Kriecher. Das sind gleich zwei. Und hier müsste ich gleich. Ne, das ist noch ein Stück. Das ist noch ein wenig weiter. Okay, Level Design ruled. Einfach mal so eine Klippe dahin gebaut, aber es wird auch heller wieder. Ich kann mal die Minimap aus. Oh. Ja, wenn man es vielleicht im Hintergrund hört, meine. Die beiden Rabauken haben gefressen und jetzt sind sie natürlich aktiv. Und da sind meine Sachen. So, damit habe ich eigentlich meine kompletten Klamotten wieder. Was ich natürlich jetzt machen muss, ist erstmal wieder die. Achso, das sind. Die ist fallen lassen. Ne, da. So, Pants. Shirt. Head brauche ich ja nicht. Und der Rest ist eigentlich. Auch eher uninteressant. Das ist halt nur Goodie und Stuff und so. So, dann kann ich mich jetzt mal wieder um die Mining Station kümmern. Oh, rollen kann man auch. Aber ich laufe nicht die Richtung, sondern hier lang. So, dann werden wir mal hier. Also diese Viecher, ne? Damit werde ich niemals Freund werden. Ich glaube, das Erste, was ich machen werde, wäre gleich erstmal eine Waffe bauen. Und dann diese Viecher auf dem gesamten Planeten erstmal ausrotten. Weil die gehen mir so tierisch auf den Nerven. Weil die sieht man wirklich. Das ist unmöglich, die rechtzeitig zu sehen, wenn man quasi ein bisschen schnell unterwegs ist. Oh. Ach, fast reingefallen. Also es sind auch noch Ressourcen und ich muss auch mal langsam dann, oh, da war einer, langsam anfangen mit dem Abbau, wenn ich hier noch ein bisschen was erreichen möchte, aber ich bin jetzt so gesehen einmal um den, jawohl, nochmal voll rein, einmal um den Planeten rum und dann erstmal hier wieder in der Station, die mir eigentlich auch ganz gut. Komme ich da nicht dran? Doch. Eigentlich erstmal als Rückzugspunkt am Anfang ist die gar nicht mal so schlecht. Ich habe gesehen, hier unten habe ich dann auch noch eine Spitzhacke gefunden. Die wir uns natürlich auch mal erstmal aneignen werden. Nee, das Gestell möchte ich nicht, danke. Ich möchte die Spitzhacke haben. So, mit der Spitzhacke und achso, ja, das habe ich in der letzten Folge nicht gezeigt. Es gibt hier so Datapads, da steht so ein bisschen was von der Geschichte drauf. Oder drin. Weeks ago, but luckily we had to craft some crude black powder. Bombs. Die erzählen so ein bisschen so diese Geschichte rund um diesen Planeten bzw. der Station. Und hier kann ich meine Karte updaten, wenn ich denn eine hätte. Das heißt, theoretisch bin ich ja jetzt hier in diesem Terminal drin, habe meine Spitzhacke und könnte jetzt zu dem anderen Terminal laufen. Dort die Scheibe einschlagen. Was haben wir denn hier noch?
Und mir da vielleicht eine Karte besorgen. I've been coming to daily making sure. Okay, what? Mining Base and the Pioneer Station. Ja, dann wird das hier wahrscheinlich die Mining Base sein. Ich so ein bisschen Einsatz, aber so locker. Ja, dann wird das hier die Mining Base sein. Und die, O2-Kanister, kann ich dann tauchen oder wie sieht das aus? Und das andere wird dann wahrscheinlich die Station darstellen und ich denke mal, da werde ich auch den Schlüssel finden. Wenn ich dann mal da hinkommen sollte. So, mit der Spitzhacke bewaffnet, werde ich mich jetzt mal auf den Weg nach zur anderen Basisstation begeben. Das ist dies Gott sei Dank nicht allzu weit weg. Und den Tunnel habe ich eigentlich schon gegraben gehabt, wie man ja gesehen hat. Und toll, den Sammler kann ich ja immer laufen lassen. Dann kriege ich noch ein bisschen Steine und so weiter mit hier. Kann man ja immer gebrauchen. Die Viecher killen sich natürlich auch gegenseitig, was im Grunde recht interessant ist. Ja, also diese Stachelviecher sind echt abartig. Oh, das sind aber durchaus Gratis-Ressourcen, die ich hier kriege. So. Wie man sieht, da sind wir ja schon drüber. Das heißt, ich könnte jetzt theoretisch hier mit meinem der Spitzhacke. Och, nö, wieso denn nicht? Wie, ich brauche was Stärkeres. Das ist doch eine. Putto-Glas. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Aber eventuell, ich habe ja noch eine Kugel. Ah, tolle Sache. Toll. Die eine Kugel, die man ja bekommt hat, um sich in den Kopf zu schießen, hat es dann doch noch gebracht. Eigentlich hier. Imre, a meal ready to eat. Oh, ja gut. Nahrung ist nie verkehrt. Combay und Supplies. Ja, das sind alles Level 1. Ich brauche aber erstmal diese Level 1 Karte. Wie wär's denn damit? Ja, Level 0 Karte ist klar. Ich auch Level 0 Karte. Da ist eine Medbay. Ich kann mich hinlegen und schlafen. Ah ja. Oh, das ist natürlich ein cooles Feature. Und wahrscheinlich ist es draußen dunkel, oder? Aber das ist eigentlich auch eine gute Möglichkeit, um die Zeit zu überbrücken. Aber da bin ich ja nicht hierfür. Ich suche ja die Level 1 Karte. Okay. Keep Dr. Ann away from anything dangerous. Chief Engineer. Promotion and should be given tools needs to complete his goals, ja. X.
mal sortieren. Und das da unten sieht aus wie so ein Büro. Da könnte ich vielleicht die Chance haben. Oh, das ist aber mehrfach Büros. Die Chance, ist das eine Zugangskarte? Das ist die Zugangskarte. Multipass. Level 0, Gott sei Dank. Und Steel Machine Parts. Okay. So langsam wird auch mein Rucksack ein bisschen voller. Diese Multicard ist halt in dieser Seitentasche verborgen. Natürlich Goodies hier. Kennt man ja schon aus Myst. Hüte, Shirts. Aber nicht schlecht. Nicht schlecht gemacht. So, hier haben wir noch eine Hunter Pucci. Was immer das sein mag. Und das ist ein Splitter Pistol Blueprint. Okay. Oh, ja, was haben wir denn hier Schönes? Da. Protect Sheets, even Shall Climb Off, ja, Intelligence, bla bla. Ja, damit haben wir doch eigentlich auch schon noch mehr Klamotten. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Ich weiß eigentlich nicht, diese. Ach, das ist nur ein. Oh, schön. Dreidimensionales Stapeln. I want to believe. Jo. Ja, klasse. Und wie komme ich jetzt hier wieder raus? Datapad, the diary. I can't stay here anymore. Being watched. And all my training begin done in the pieces. Well, now will blow over. I hope I'm wrong. Xeno. Oh, das sehe ich ja jetzt erst. Was steht denn da unten für ein kleiner Roboter? Müssen wir halt mal das Tech-Kabinett als Hilfe nehmen. Ah, das haben wir schon gelesen. Das können wir zumachen. So, wie kommen wir jetzt eigentlich da runter? So, wir haben jetzt einen Level 0 Zugang. Und da braucht man einen Level 2 Zugang für. Okay, das geht ja auch ins Engineering. Und hier liegt ein Professor. Ja, er ist tot, Jim. Das ist richtig. Er ist ein Red Shirt. Also ich hätte natürlich die Tür auch nicht aufgemacht, wenn dieser formschöne Roboter da steht. Aber, boah, diese Seuche, ne? Kaum ist die Tür auf, schon bevölkert hier alles. Das ist Level 1, alles Mist. Bevölkert hier diese gesamte ja, mach die Tür auf. Ich habe Level 1 Keycard, Level 0 Keycard. Ja, oh. Theoretisch. Müsste ich da reinkommen. Ah, so geht das. Okay. Oh, das ist natürlich ein cooler Effekt. Ja, dann kann ich oben das Glas dann irgendwann wieder reparieren und dann habe ich einen schönen Rückzugsort, aber. Wir probieren das jetzt mal nochmal aus mit dem Schlafen. Wenn ich hier in dieser
was haben wir hier? Ein Klo oder was ist das? Tech-Toilet. Jo. Errungenschaft freigeschaltet. I missed myself. Super. Da hätte man doch vielleicht auch durchaus erstmal die Hose ausziehen sollen. Was ist das für ein Ding? Tech-Shower. Ja, ich möchte duschen. Nicht? Okay. Oh, da kann man auch nichts viel machen. Bleiben wir dabei. Da haben wir schon reingeguckt. Dann legen wir uns mal hin und hoffen mal, dass das wieder hell ist, wenn wir aufwachen oder aufstehen. Ah, das sieht doch gut aus. Dann können wir jetzt nämlich unsere Keycard upgraden lassen. Von 0 auf 1. Um dann hier weiter vordringen zu können, jetzt machen wir erstmal diese Spitzhacke pumpen. Ja, sieht man deutlich. Das geht dann viel einfacher und diese Käfer können dann auch mittlerweile dran glauben. So, damit steht uns dann einer rosigen Zukunft im Bereich des Bergbaus eigentlich nichts mehr im Weg. Wenn wir jetzt wieder zurückgelaufen sind und unsere Karte geupdatet haben. Diese So toll als Waffe ist die Spitzhacke dann nun doch auch wieder nicht. Aber das soll eigentlich reichen. Wenn ich das überlebe, heißt es. Oh, da haben wir wieder Leder. So. Wieder ziemlich viel Schrott aufsammeln. So, hierfür brauchen wir Level 1. Level 1, das ist klar. Da kommen wir noch nicht rein. Aber wir können uns hier hochbauen. So. Das erste, was ich jetzt mal machen werde, ist hier diese Lampe rund. Ah, Mist. Ich hätte gedacht, okay, nimmst du die Lampe mit. Das wäre nämlich eine eigentlich recht coole Nummer gewesen, wenn ich Lampen bauen könnte, dann wäre das eigentlich, oder? Nee. Könnte man noch die nicht so beleuchteten Gebiete mal erhellen. Okay, Access Cards. So, jetzt habe ich eine Level 2 Access Card. Level 1 Access Card, sorry. Level 1. So. Eigentlich das Klassenziel für diese Episode ist eigentlich erreicht. Ich habe meine Level 1 Keycard. Und kann dann eigentlich dann weitermachen mit ja, dem Bau bzw. Farming, denke ich mal, kann man anfangen. Oder Tierzucht, da laufen ja genug draußen rum. Ja, dann würde ich sagen, das war's. Danke fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Mal bei Science of Life.